Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. The next big thing, jetzt ist es draußen. Es handelt sich um ein Verzeichnis frei zugänglicher und trotzdem qualitativ hochwertiger Aktienanalysen aus der Finanzcommunity. Was ihr hier seht, das ist der Appetizer. Ich habe wenigstens versucht, ein bisschen Appetit zu machen. Ich bin ja bei Instagram seit einigen Tagen aktiv und da muss man ja immer regelmäßig was posten. Und dachte ich hier, ich mache mal ein bisschen was. Insbesondere, weil ich ansonsten ja schwer beschäftigt gewesen bin die letzten 5 Tage mit Programmieren, bisschen Layouten und auch viele Finanzblogger anschreiben, ob sie sich an dem Verzeichnis der Aktienanalysen beteiligen möchten. Und die Resonanz, die war wirklich großartig. Das war das, was ich mir erhofft hatte, aber nicht erwarten konnte. An der Stelle vielen Dank an alle, die hier teilnehmen. Gut, dann mein Name vielleicht zuerst, Thorsten Theet, und ich bin der Gründer und Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und der Aktienfinder, der ist ja gestartet als Aktienscreener. Dann kamen unterschiedliche Tools dazu, die du hier siehst, angefangen mit dem Dividendenkalender und so weiter, die zum Großteil jedenfalls kostenlos nutzbar sind. Dann habe ich irgendwann angefangen, weil Tools alleine noch nicht reichen. Fool with a tool is still a fool, wie so schön heißt. Das heißt, man muss auch verstehen, wie man das Tool verwendet, was die Philosophie dahinter ist. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, dass ich das Ganze dann noch auf einem Blog und einem YouTube-Kanal breitrete. Und der YouTube-Kanal, der ist ja soweit ganz erfolgreich, der Blog ebenfalls. Und jetzt kommt im Prinzip die nächste Ausbaustufe. Und zwar, wenn du das Video hier schaust, dann wirst du hier schon in der Navigation Eintrag sehen, da heißt Aktienanalysen. Es gibt also nun das Verzeichnis der Aktienanalysen aus der Finanzcommunity. Kostenlos, wie gesagt, aber trotzdem qualitativ hochwertig. Hier ist es momentan noch versteckt. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich kann es mal hier eingeben. Haben wir es schon? Hier ist es. Und vielleicht soll ich dir erstmal erklären, warum ich überhaupt denke, dass es so ein Verzeichnis geben sollte. Es ist ja jetzt, das Problem ist nicht das, dass es keine guten Aktienanalysen gibt, die frei zugänglich sind. Wir haben eine Menge guter Finanzblogger, die diese Aktienanalysen, die aus Leidenschaft Aktienanalysen schreiben und ins Internet stellen, ohne Bezahlschranke. Das Problem ist eher, dass es schwer ist, diese Aktienanalysen zu finden. Also wenn du dich jetzt für ein Unternehmen interessierst, für eine Aktie interessierst, Und gibst dann im Internet, Google wahrscheinlich, dann den Namen der Aktie ein und drückst Enter. Dann ist das Suchergebnis überfrachtet mit Treffern von großen Finanzseiten, die aber relativ dünne Inhalte bieten, während die guten, lesenswerten Aktienanalysen dann irgendwo ganz weit hinten verschwinden. Das heißt, die Suche ist sehr mühsam. Wenn du jetzt nicht gerade sehr tief drin bist in der Finanzcommunity und genau weißt, wer was veröffentlicht, dann hast du eigentlich wenig Chancen, diese versteckten Perlen im Internet zu finden. Und der Versuch, dieses Verzeichnis ist dann eben der Versuch, das Ganze zu erleichtern. Und das machen wir, indem wir ein Verzeichnis anbieten. Und falls du dich erinnerst, falls du schon ein bisschen älter bist, in die Vor-Google-Internet-Ära. Damals war die Suche im Internet verzeichnisbasiert und wir gehen jetzt dahin zurück, weil ich der Meinung bin, dass Google hier versagt, was die Suche qualitativ hochwertiger Aktienanalysen angeht. Deshalb, wie gesagt, dieses Verzeichnis hier. Und es ist ein Verzeichnis, in dem möglichst viele Aktienanalysen aus der Finanzcommunity enthalten sein sollen. Wir haben ja schon ein paar, also die Finanzblogger, die ich angeschrieben habe, die waren größtenteils schon fleißig und haben ihre Aktienanalysen eingepflegt. Wie das funktioniert, das kann ich dir auch gleich zeigen. Das heißt also, 164 Aktienanalysen haben wir und diese 164 Aktienanalysen, die decken 104 Aktien ab. Kann jetzt im Prinzip auch jeder aus der Finanzcommunity dran teilnehmen. Es gibt Qualitätsstandards, die man einhalten sollte. Wenn du dich dafür interessierst an der Teilnahme, dass auch deine Aktienanalysen im Verzeichnis auftauchen, dann schreib einfach eine Mail an aktienfinder.net und dann gucken wir uns das Ganze an und achten, dass die Qualitätsstandards eingehalten sind. Und ja, wenn das der Fall ist, dann schalten wir dich frei. Das ist eine einmalige Geschichte und danach kannst du alles selbst einpflegen und verwalten. Das Verzeichnis, wie sieht es aus? Hier ist es, ich mache es mal ein bisschen größer.
Der ein oder andere kennt so das Design ja vom Aktienfinder und von den diversen Tools. Das heißt hier eine Zeile, in diesem Fall nicht eine Aktie, sondern eine Aktienanalyse. Und wir haben dann hier einen Filter. Und diese Tabelle, die ist natürlich interaktiv, kannst du sortieren, filtern und unter anderem filtern mit diesem Hauptfilter hier. Und das Ganze soll dann dazu führen, dass du deine Aktienanalysen leicht findest. Um mal ein Beispiel zu machen, der Standardfall wird wahrscheinlich sein, dass du dich für eine spezielle Aktie interessierst. Und dann kannst du entweder hier, wenn du den Namen weißt, schon hier Fresenius zum Beispiel eingeben. Und dann sieht man hier die Analysen, die es zu Fresenius gibt. Und hier siehst du, wer die Analysen veröffentlicht hat bzw. geschrieben hat. Das sind jetzt in diesem Fall hier vier Autoren. Aktienfinder.net bin ich. Ich habe da ein YouTube-Video mal gedreht im Rahmen des Starterdepots. Heißt dann das Titel Kauf einer Dividendenaktie im Gesundheitssektor. Und da wird eben auch Fresenius ausführlich behandelt. Echtgeld TV hat auch was gemacht, Dividenden TV auch was. Das sind alles YouTube-Videos. Und dann gibt es aber auch noch eine Analyse, also einen Artikel, meine ich, von Whirlwind Investing. Da klicken wir mal drauf, weil immer wenn du hier auf den Titel klickst, der Analyse, dann kommst du direkt zu der Analyse selbst, sei das auf YouTube oder sei es hier ganz normal als Blogbeitrag. Ja, und das siehst du hier von Wirbelwind Investing eben hier die Aktienanalyse, hier auch mit schönen Kennzahlen und Charts. Und wie du siehst, ist so relativ ausführlich geschrieben, das Ganze hier. Und das sind halt die Perlen, von denen ich rede, die man eben kaum findet über eine Google-Suche. Da landet man dann halt auf den großen, diversen Finanzseiten, die irgendwelche News wieder kauen und mit Chartanalyse immer schnell irgendwas dahin zeichnen, was uns als langfristige Investoren aber nicht allzu viel bringt. Ja, also das wird wahrscheinlich der Standardfall sein, dass du hier nach einer Aktie suchst. Du kannst die Aktien auch hier im dafür vorgesehenen Filter suchen. Da könntest du jetzt auch hier Fresenius eintippen, wie du siehst. Da wird dann immer automatisch die Treffer gefiltert. Nicht wundern, dass irgendwann hier die Liste zu Ende ist. Da werden nur 15 Aktien angezeigt. Aber sobald du hier was eintippst, siehst du, dass es sich irgendwie anpasst. Ja? Und du kannst auch nach Land filtern. Also wenn du zum Beispiel nur amerikanische Aktien interessant findest, dann filterst du einfach nach USA. Jetzt gibt es nur noch Aktien aus den USA hier. Falls du sagst, ich mag kein YouTube, dann kannst du auf Artikel einschränken, dann gehen die ganzen Videos raus. Umgekehrt natürlich genauso, wenn du sagst, du guckst lieber nur, anstatt dass du liest, dann geht es auch. Du kannst auch schauen, was deine Lieblingsautoren geschrieben haben oder veröffentlicht haben. Du kannst ja auch ein Video gedreht haben in der letzten Zeit. Kannst du auf die Autoren einschränken. Die nehmen momentan alle teil. Ich habe schon andere Zusagen, die haben aber noch nicht ihre Analysen eingepflegt. Und du kannst natürlich auch noch Datum sortieren. Das ist eh standardmäßig schon. Und dann siehst du immer die neuesten Analysen oben. Also der Michael Kiesig ist ein ganz fleißiger. Der schreibt sehr viele Analysen. Ja. Und wenn du dann die Rechte hast, dann kannst du hier deine eigenen Analysen einpflegen ins Verzeichnis, bearbeiten und gegebenenfalls auch wieder löschen. Also ich habe mich momentan nicht angemeldet, das heißt, ich bin hier einfach nur als Gast, als Besucher. Das gleiche im Prinzip, was bei dir passiert, wenn du einfach hier die URL ansteuerst. Und das war jetzt auch schon die Demonstration, also das Verzeichnis ist kostenlos, also die Nutzung des Verzeichnisses ist kostenlos, die Aktienanalysen sind alle kostenlos. Und ja, sich ins Verzeichnis einzutragen, kostet auch nichts. Wenn man sich anmeldet, das mache ich hier mal. Und ich bin ja jetzt hier auch als Autor aktiv. Das heißt, ich habe mich selbst freigeschaltet. Ich habe einfach gesagt, ich erfülle die Qualitätsstandards. Und dann kann ich jetzt hier eine neue Analyse einpflegen. Oder ich kann auch bestehende Analysen hier anpassen. Das heißt, dafür muss ich aber eine Analyse von mir, also aktienfinder.net, ansteuern, also hier, dann könnte ich die jetzt zum Beispiel auch anpassen, falls ich mal den Titel mich da verschrieben habe oder das Format falsch ausgewählt habe oder sonst irgendwas. Ist also relativ pflegeleicht, das wurde mir auch schon bestätigt von ein paar Kollegen, die bereits hier dran teilnehmen. Gut, und was erhoffe ich mir jetzt davon? Ich hätte eben gerne, dass
Aktionäre und Finanzblogger noch ein bisschen leichter zusammenfinden. Das heißt, dass Aktionäre leichter die Analysen finden, also die im Internet verborgenen Perlen, dass die Finanzblogger, die sich die Mühe machen, diese ganzen Aktienanalysen unentgeltlich zu schreiben, aus Leidenschaft, dass diese Finanzblogger mehr gelesen werden, was sie ja verdienen. Und so hoffe ich dann, dass das Ganze, wenn es denn Früchte trägt, vielleicht so ein kleiner Mosaikstein wird auf dem langen Weg der deutschen Aktienkultur. Ja, gut. Ich habe jetzt also die letzten Tage keine Aktienanalysen mehr hier gemacht, weil, wie gesagt, ich bin, glaube ich, entschuldigt gewesen mit dem Verzeichnis. Werde es dann aber auch wieder dazu was beitragen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du das Verzeichnis nutzt, dass du es gut findest. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.